Um die Spitze zu häkeln, braucht ihr ein dünnes Garn und eine Häkelnadel der Stärke 2. Um euch die Details besser zeigen zu können, häkel ich mit dieser dicken Wolle und einer 4er Häkelnadel. Die Angaben, die ich mache, beziehen sich jedoch auf das dünne Garn. Ihr schlagt jetzt 81 Luftmaschen an und eine Wendeluftmasche. Und jetzt häkelt ihr feste Maschen die Reihe zurück. Wenn ihr die Reihe beendet habt, häkelt ihr 3 Reihen Stäbchen darauf. Dabei die neue Reihe immer mit 2 Wendeluftmaschen beginnen. Die dritte Reihe mit den Stäbchen endet mit einem Stäbchen in dem letzten Stäbchen der vorhergehenden Reihe. Dann häkelt ihr 5 Luftmaschen und dreht die Arbeit. Jetzt häkeln wir Kreuzstäbchen. Und zwar immer in die 4. Masche der vorhergehenden Reihe. Dazu zweimal den Faden um die Nadel, in die 4. Masche Faden holen und erstmal 2 Schlaufen abhäkeln, 3 bleiben auf der Nadel. Nochmal ein Faden um die Häkelnadel, jetzt in die übernächste und immer in 2er Schritten abhäkeln. Dann sieht das Ganze so aus. Jetzt 3 Luftmaschen und ein Stäbchen durch das entstandene Loch. Dann sieht unser Kreuzstäbchen so aus. Jetzt wieder 3 Luftmaschen und wieder ein Kreuzstäbchen in die 4. Masche. Dann in die übernächste und in 2er Schritten abhäkeln. Dann wieder 3 Luftmaschen und ein Stäbchen durch das Loch. Das machen wir jetzt bis zum Ende der Reihe durch. Nach dem letzten Kreuzstäbchen häkelt ihr 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in das letzte Stäbchen der vorhergehenden Runde. Jetzt häkelt ihr darum nochmal eine feste Masche und dreht die Arbeit. Jetzt eine Luftmasche und jetzt häkelt ihr 7 Doppelstäbchen jeweils getrennt durch eine Luftmasche. Nach dem 7. Doppelstäbchen häkelt ihr eine Luftmasche und eine feste Masche in das nächste Kreuzstäbchen. Wieder eine Luftmasche und häkelt jetzt in dem Muster bis zum Ende der Reihe fort. Wir beenden die Reihe mit den Doppelstäbchenbögen, indem wir eine feste Masche in die 3. Masche der vorhergehenden Reihe häkeln, drehen die Arbeit, häkeln jetzt 3 Luftmaschen und stechen in die untere Masche ein, holen den Faden und ziehen ihn durch. Wir häkeln also Picots. Wir haben ja die 7 Ärmchen gehäkelt und dazwischen jeweils eine Luftmasche. Und um diese Luftmasche häkeln wir jetzt rum. Also einstechen, Faden holen, eine feste Masche und darauf 3 Luftmaschen. In die feste Masche einstechen, Faden holen. Und dann entstehen die Picots, diese kleinen Knubbel. Das machen wir jetzt insgesamt 7 Mal.
nach dem siebten Picot eine feste Masche vor die Kreuzmasche, eine feste Masche in die feste Masche der vorhergehenden Reihe, eine feste Masche direkt nach der Kreuzmasche. Und jetzt häkeln wir wieder 7 Picots. Beim Übergang zu dem nächsten Doppelstäbchen Picotbogen wieder vor dem Kreuzstäbchen eine feste Masche, eine feste Masche in die feste Masche der vorhergehenden Reihe und eine feste Masche direkt dahinter. Und jetzt wieder 7 Picots bis zum Ende der Reihe häkeln. Seid ihr am Ende der Reihe angelangt, häkelt ihr eine feste Masche in den vorletzten Bogen, bevor diese Dreierreihen mit den Stäbchen beginnen. Eine Kettmasche in den letzten Bogen vor der Dreierreihe. Und jetzt 5 Kettmaschen, um hier unten hinzukommen. Damit wäre im Prinzip die Spitzenbordüre beendet. Da wir eine Halskette häkeln möchten und ich hier Bögen haben möchte, um später den Verschluss festzumachen, häkel ich jetzt weiter. Alle, die diese Spitzenbordüre haben möchten, allein als Spitzenbordüre, warten jetzt einen Moment und setzen dann wieder ein, wenn ich dann soweit bin, dass wir das normale Spitzendesign weiterführen können. Alle, die jetzt mit mir zusammen die Kette häkeln möchten, machen jetzt nochmal eine Luftmasche und 5 Luftmaschen noch da drauf. Dann drehen wir die Arbeit und befestigen diesen Luftmaschenbogen mit einer festen Masche an der untersten festen Masche, dort wo der Bogen mit den Picots beginnt. Jetzt drehen wir die Arbeit wieder und setzen insgesamt 3 feste Maschen, ein Picot und wieder 3 feste Maschen darauf. Das Ganze beenden wir mit einer festen Masche in diese Eckmasche. So, damit haben wir unseren Luftmaschenbogen für den Verschluss fertig gehäkelt. Und jetzt können alle Spitzenbordürenhäkler wieder mit einsetzen, denn jetzt geht es in dem ganz normalen Design weiter. Wir häkeln eine Luftmasche und 2 feste Maschen und wieder ein Picot. Dieses Mal befestigen wir das Picot unten nicht mit einer festen Masche, sondern mit einer Kettmasche. Das heißt, der Faden wird sofort durchgezogen. Jetzt 3 feste Maschen. Und ein Picot. Wieder 3 feste Maschen und ein Picot. Dieses bis zum Ende der Reihe weiterführen. Am Ende der Reihe nach dem Picot noch 2 feste Maschen setzen und eine Kettmasche. Alle Bordüren-Häkler sind jetzt eigentlich fertig. Die mit mir zusammen die Kette häkeln wollen, machen jetzt nochmal einen Moment weiter. Und zwar wieder 5 Kettmaschen, dann 5 Luftmaschen, die Arbeit drehen und an der Ecke mit einer festen Masche fixieren. Die Arbeit wieder drehen, eine Luftmasche und jetzt wieder
drei feste Maschen, ein Picot, drei feste Maschen um den Luftmaschenbogen setzen. Jetzt mit einer Kettmasche die Reihe enden und dann den Faden abschneiden und gut vernähen, und zwar auf beiden Seiten. Und dann sieht unser Design für die Kästenbastlerei so aus.